Hallo, ihr Neugierigen. Eine äußerst traurige Nachricht erreicht uns alle. Zuerst ging Dolores O'Riordan und jetzt Marie Fredriksson. Wie viele Verluste wird die Welt der Musik verdammt nochmal noch erleiden müssen? Auch wenn ihr keine großen Fans von Roxette seid, oder umgekehrt, wenn das die Musik eurer Generation ist, trauert ihr bestimmt mit der ganzen Welt zusammen um diese außergewöhnliche Frau. Und nun haltet lieber eure Taschentücher bereit, denn jetzt werden wir euch an ihre Silhouette, ihr Leben und Schaffen erinnern. Denn Marie Fredriksson war eine der außergewöhnlichsten Frauenstimmen der späten 80er und 90er Jahre. Wie war sie? Und welche Songs haben die Herzen von Millionen von Fans weltweit gewonnen? Aber noch bevor wir anfangen, denkt daran, unseren Channel zu abonnieren und unsere exklusiven Videos weiterzuempfehlen. Und jetzt geht's los! Es war das Jahr 1958, als Marie Fredriksson am 30. Mai in Schweden geboren wurde. Sie hatte 4 Geschwister. Ihre Eltern arbeiteten wegen der schwierigen finanziellen Situation weit weg von zu Hause. Und deshalb waren die Geschwister oft allein. Um die Zeit totzuschlagen und Spaß zu haben, gab Marie vor ihren Geschwistern und den Nachbarskindern vor, ein Star zu sein. Und sie genoss es, vor anderen aufzutreten. Dabei war sie sehr ausdrucksstark. Außerdem mochte sie malen und singen. Und dann hat sie noch Klavierspielen gelernt. Im Alter von 17 Jahren ging sie noch auf die örtliche Musikschule und begann, in lokalen Bands zu spielen. Und so wurde sie Ende der 70er Jahre Mitglied der Punkband Strohl, die eine Single gemeinsam veröffentlichte. Später gehörte sie auch der Band Mamas Bahn an, mit der sie ein Album veröffentlichte. Und schließlich traf sie am Ende der magischen 80er Jahre Per Gessle, mit dem sie sofort eine enge Freundschaft schloss und mit dem sie ein unvergessliches Duo namens Roxette schuf. Die beiden beschlossen, gegen die übliche Mode in Schweden Songs auf Englisch zu schreiben. Und die riskante Entscheidung zahlte sich aus und machte das Duo international bekannt. Die Band verkaufte insgesamt über 75 Millionen Alben und Singles weltweit. Und die Zahl der nach der Band verrückten Fans wuchs in schwindelerregendem Tempo, nicht nur in Schweden, sondern auch in ganz Europa und in den Vereinigten Staaten. Dort standen 3 ihrer Songs an der Spitze der Charts. Wir müssen euch wohl nicht an so großartige Hits erinnern wie Listen to Your Heart, The Look, Dangerous oder Joyride. Oder den Song It Must Have Been Love, den Soundtrack zum Kultfilm Pretty Woman mit Julia Roberts und Richard Gere. Er wurde über 432 Millionen Mal auf YouTube gespielt. Aber welcher der Songs dieser Gruppe ist euer Favorit? Neben ihren großen Erfolgen in der Branche führte die Sängerin auch ein gelungenes Privatleben. Im Dezember 1991 lernte Marie den Keyboarder Mikael Bolyos kennen. Sie verliebten sich schnell ineinander und 3 Jahre später, im Mai 1994, heirateten sie bei einer privaten Zeremonie. An dieser nahmen nur die besten Freunde und engsten Verwandten des Paares teil. Zusammen mit Mikael hatte Marie 2 Kinder. Eine Tochter, Ines Josephine, die übrigens heute mit 26 Jahren eine wunderschöne junge Frau ist, und den Sohn Oscar, der bereits 23 Jahre alt ist. Ja, aber wahrscheinlich fragt ihr euch, wie viele Fans auch, ob Marie nicht ein Paar mit Per war, oder? Eben nicht. Sie war mit ihrer Familie sehr glücklich und Per war ein toller Freund. Leider hatte Marie 2002 das Glück verlassen. Die Sängerin verlor das Bewusstsein zu Hause und fiel. Die Ärzte stellten eine schreckliche Diagnose: ein bösartiger Gehirntumor. Und so begann ihr sehr harter Kampf gegen diese grausame Krankheit. Trotz der sofortigen und erfolgreichen Operation erlitt die Sängerin von Roxette dauerhafte Hirnschäden und verlor die Fähigkeit zu lesen, zu zählen und mit dem rechten Auge zu sehen. Sie wurde der Radio- und Chemotherapie unterzogen, aber dank der großen Unterstützung ihrer Kinder und ihres Mannes gab Marie nicht auf. Ja, und die Kraft der Familie war echt mächtig. Denn Marie überwand tatsächlich die Krankheit und einige Jahre nach der Diagnose kündigte sie ihre Genesung an. Und sie kehrte zur Musik zurück. Sie nahm ein Album mit der Band und ein Soloalbum auf. Aber leider musste sie ihre Auftritte wieder einstellen, weil sie einen Rückfall erlitt und ihre Behandlung wieder aufnehmen musste. Zur Verzweiflung von Maries Mann, ihren Kindern, Verwandten, Freunden und natürlich Millionen ihrer Fans auf der ganzen Welt wurde am 9. Dezember die traurige Nachricht vom Tod der Sängerin verkündet, die einen ungleichen Kampf gegen die herzlose Krankheit verloren hat. Seit der Veröffentlichung dieser traurigen Nachricht ist Schweden in Trauer und viele berühmte Persönlichkeiten und Fans haben ihr Beileid ausgesprochen. Darunter war auch Maries langjähriger Bandpartner und Freund Per Gessle, der auf seinem Twitter-Account schrieb: "Die Zeit vergeht so schnell. Vor nicht allzu langer Zeit verbrachten wir noch Tage und Nächte in meiner kleinen Wohnung zusammen, hörten die Musik, die wir beide liebten, erzählten uns gegenseitig unrealistische Träume, die aber doch in Erfüllung gingen. Ich bin geehrt, dass ich dein Talent und deine Großzügigkeit habe erfahren können. Ich richte all meine Liebe auf dich und deine Familie. Nichts wird mehr so sein wie früher." Und nun hat der Krebs zwar die physische Präsenz von Marie Fredriksson beendet, aber die Erinnerung an sie und die von ihr geschaffene Musikband wird niemals erlöschen. Ruhe in Frieden, Marie. Wenn ihr den Verlust dieser Sängerin wirklich nachfühlen könnt, lasst uns davon in den Kommentaren wissen. Bis zum nächsten Mal.